Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Jetzt fangen wir endlich mal richtig an mit unserem Datenhaltungsprogramm. Und zwar werden wir heute per Java auf die HSQL-DB connecten. Dazu müsst ihr natürlich erstmal sicherstellen, dass das Ding auch wirklich nicht läuft. Ich habe das letzte Mal euch gezeigt, was wir hier gemacht haben. Also wir haben uns erstmal hier eine Datenbank erstellt, hier ein paar Settings eingegeben und hatten dann einige Daten eingetragen über den SQL-Manager. Da kann man natürlich dann auch von Hand Sachen hier eintragen direkt. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt, schaut euch bitte einfach das letzte Video an. Dieses Mal werden wir jetzt, wie gesagt, auf die hier drauf connecten. Gut, also dazu muss sie erstmal ausgeschaltet sein. Und hier schreiben wir uns jetzt als erstes mal den Konstruktor, denn wir wollen ja hier irgendwie mal hier unten uns eine Main kreieren und das soll ja dann im Konstruktor passieren, also das Connecten auf die Datenbank. Würde ich zumindest so wollen und deswegen mache ich das auch mal so. So, das Ganze muss surrounded werden von einem Try and Catch, denn es kann was schief gehen. Und da ruft man als erstes mal dieses Class auf und muss die Klasse quasi reinladen. Das ist jetzt, da müsst ihr mir einfach vertrauen, dass das so funktioniert. So, hier müssen wir jetzt dann eben diese Klasse für unsere Datenbank reinschreiben. Das wäre dann in dem Fall org. Also wenn ihr es so gemacht habt wie ich zumindest, org.hsqldb.jdbc. So. Ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht verschrieben, sollte aber eigentlich stimmen. Gut. Und dann catchen wir natürlich auch was. Was man tryen kann, kann man auch catchen. Und der Fehler, der dabei entstehen kann, ist natürlich, dass wir die Klasse nicht gefunden haben. Upsala. Eine sogenannte, ja, Class Not Found Exception. Genau die hier. Nennen wir sie E für Exception, wie immer. Und dann wollen wir einfach einen. Ach, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen gar nichts damit machen. Wir wollen einfach nur rausspringen. Fertig. So. Und ja, jetzt hat man die Möglichkeit, eine Connection zu erstellen. Das macht man, indem man sich ein Connection-Objekt erstellt. Ich nenne es einfach mal Con. So ist es in vielen Programmiersprachen, vor allem in PHP wird das so gemacht. Da müssen wir dann importieren aus java.sql, einfach hier draufklicken, dann wie immer. Und genau, so, jetzt geht es schon weiter. Und wir sagen, Con weisen wir zu. Das wäre der Driver Manager. Und den müssen wir auch mal importieren noch aus driverManager.getConnection. So. Und dann wird er automatisch importiert. Gerade eben hat es mir nicht angezeigt. Und das Argument hier ist für den Driver Manager relativ komplex. Also wir wollen hier als erstes mal auf die JDBC, also die Datenbank für Java, zugreifen, nämlich genauer gesagt auf die HSQL-DB. So heißt das ganze Ding ja. Da ist das Ganze in der Datei gespeichert und diese Datei liegt so. Und jetzt müssen wir aufpassen. Also ich benutze Windows, wenn ihr hier Linux benutzt oder sowas, dann sieht es bei euch anders aus. Hier einfach den Pfad eingeben, wo das Ganze ist. Ich habe mir den hier mal kopiert. Der Pfad ist bei mir in C, Doppelpunkt, Slash, Slash. Achtung, jetzt dieses Slash, Slash hier. Lasst euch nicht irritieren davon, dass es hier jetzt gerade rot unterkringelt ist. Dieses Slash Slash ist eigentlich, hier sieht es normalerweise so aus, aber wir müssen diese Backslashes maskieren, denn sonst denkt unser String, dass es halt ein Sonderzeichen ist, also dass es quasi ein anderes Zeichen maskieren möchte. Und deswegen müssen wir das Maskierungszeichen selbst maskieren. Das ist ein bisschen bescheuert. Also wenn ihr unter Windows arbeitet, müsst ihr immer diese Doppelslashes benutzen, wenn ihr einen Pfad eingeben wollt. So, achtet darauf, dass ihr dann hier hinten auch noch ein Semikolon habt. Dann wollen wir hier Shutdown gleich True machen. Und haben den ersten String hier fertig. So, dann kann das Ding aber noch mehrere Argumente nehmen. Und zwar den Benutzernamen. Den habt ihr ja gesehen bei mir, das ist erstmal Root aktuell. Und wenn ihr schlauer wart als ich, dann habt ihr irgendein spannenderes Passwort als Root genommen. Aber bei mir ist das Root das Passwort. So, und dann natürlich Klammer zu und Semikolon. So, jetzt ist das Ganze immer noch, also das hier ist das Passwort und das hier ist der Benutzername und das hier ist quasi der Pfad und Shutdown gleich True hat einfach keine besondere Bedeutung. Oder ich erkläre es euch irgendwann anders. So, hier müssen wir wieder Surround with Try and Catch machen.
Auch nichts Besonderes. So, und jetzt können wir die allererste SQL-Anfrage stellen. Das ist jetzt quasi unsere Connection, die wir hier erledigt haben. Und da wir in dieser Connection noch mehrere Sachen, also da wir in diesem Programm mehrere Sachen machen wollen, würde ich sagen, wir speichern uns die Connection Con mal hier oben rein. Weisen die Connection hier zu. Das mit null können wir eigentlich auch gleich da oben hinpacken. Con gleich null. So, wenn wir uns eine neue Main erstellen, wollen wir zunächst oder wollen wir jedes Mal neu connecten auf die Datenbank. Das hier bleibt alles gleich. So, und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen als erstes mal, ja, wir wollen hier unten in der Main-Methode, das macht ja da mehr Sinn als in dem Konstruktor. Warum steht jetzt hier Stopping? Ist egal. Wir wollen hier zunächst einmal ein einfaches SQL-Statement ausführen. Und zum Beispiel, indem wir alle Kunden ausgeben, die wir das letzte Mal oder die ganzen Male davor eingeführt haben. So, und deswegen haben wir hier String SQL. Also, ihr könnt es auch anders nennen, das ist einfach nur der Variablenname. Achso, und wir brauchen hier noch ein Statement, das habe ich auch schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Das macht man auch normalerweise in den Try-and-Catch-Block rein. Achso, aber der Try-and-Catch-Block hier oben ist natürlich jetzt der falsche. Wir brauchen da unten noch einen neuen. Na, habe ich jetzt bald mal? Ja, ich hab's gleich. So, also brauchen wir jetzt hier als erstes mal das Statement. Statement kürzt man meistens mit STMT ab. Create Statement. Warum hat es mir da keine. Okay, dann halt nicht. Create Statement. So. Und ja, jetzt brauchen wir natürlich. Ach so. Ja, wir sind hier in der Static-Methode drin, deswegen sollten wir das Ganze auslagern. So, wir brauchen hier eigentlich keine Parameter und packen uns das Ganze hier rein. So, jetzt geht das Ganze. Okay, wir waren hier static, deswegen konnten wir das nicht aufrufen. Statement muss natürlich noch importiert werden. Ich würde es aus java.sql probieren, das macht am meisten Sinn. So, con.createStatement. Okay, das ist einfach, dass wir es ausführen lassen können. Genau, so, und jetzt sagen wir unser String SQL, das ist das, was ich euch die ganzen Videos in SQL beigebracht habe. Da sagen wir einfach hier select all from customer. Also wie gewohnt quasi. Und dann sagen wir hier, okay, wir wollen Result Set haben. Res gleich. So, und dann sagen wir hier, okay, unser Statement, das wir hier oben erstellt haben, hier. Da sagen wir dazu, okay, Statement.execute. Und zwar execute Query oder Query. Und da packen wir dann unseren String rein. Wir könnten natürlich auch direkt hier unseren String reingeben. Aber hier oben hat man dann so schön, ja, was man da eben extra ändern kann. Gut. So, und jetzt hab ich das mal importiert hier noch über SQL. Und hier haben wir natürlich dann wieder ein Problem mit Try and Catch. Denn wenn hier was schief läuft in SQL, dann muss es auch abgefangen werden. So. Und ja, dann haben wir hier zunächst einmal die Möglichkeit, alles auszugeben. Und das machen wir wie folgt. Wir haben das Ganze in unserem Result Set gespeichert jetzt. Also in diesem Result Set ist alles drin. Achso, das sollte ich vielleicht noch hier rein tun. In unsere. Genau hier. So. Und hier drin ist jetzt quasi eine Liste von Argumenten, die wir bekommen haben. Und da sagen wir einfach result.next, also solange wir hier ein neues Objekt haben, können wir hier was ausgeben. Und dieses Ausgeben machen wir dann wie folgt. Wir sagen zunächst einmal, okay, also das ist wie gesagt hier ein quasi String Array. Und deswegen sagen wir hier String ID, das ist ja das erste gewesen in unserer Datenbank, falls ihr euch erinnert. Wäre dann Result Set, also das, was wir hier oben kreiert haben, Punkt, getString.
Und dann hier Column Index. Hier können wir auf den Column Index drauf zugreifen. Wir können aber hier auch auf das Column Label drauf zugreifen, wenn wir uns nicht sicher sind, welcher Index das jetzt gerade ist. Ja, Vorsicht, wir fangen hier bei 1 an. Das steht hier unten ganz klein gedruckt. Ich habe es das erste Mal mit 0 probiert, hat nicht so gut funktioniert. Also sagen wir hier einfach mal, wir fangen mit 1 an. Das ist unsere ID, wenn wir uns noch an unsere Tabellenstruktur erinnern. Gut. First Name ist dann logischerweise Punkt getString an der Stelle 2. Und der Last Name, das war ja unsere dritte Spalte, getString an der Stelle 3. So. Und jetzt können wir das Ganze einfach ausgeben. Nämlich indem wir sagen, okay, sysout ID plus dann Komma von mir aus und dann wieder plus und dann den First Name und dann wieder ein Komma und wieder ein Leerzeichen, damit man es auch einigermaßen übersichtlich hat. Oder wir lassen diesmal sogar das Komma weg, macht sogar mehr Sinn, wenn man an Namen denkt. Und dann Last Name und dann sind wir hier durch. So, jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Jetzt wollen wir natürlich unser Result Set hier auch wieder schließen. Das machen wir, indem wir race.close sagen. Und damit haben wir quasi unser Result Set hier wieder freigegeben und können jetzt unser Statement schließen. Statement. Nicht cancel, close. Close. So. Und ja. Das war's dann eigentlich auch schon, was wir hier haben. Und wenn wir das jetzt alles mal ausführen, dann sieht das wie folgt aus. Oh, Error, was zur Hölle? Wo habe ich denn hier einen Error? Ach ja, hier oben. Ja, das sollte natürlich alles in dem Try drin sein. Nicht erst ab da unten. So, und jetzt formatieren wir das Ganze mal noch hübsch und führen es dann nochmal aus. So, und jetzt sehen wir, dass wir nichts sehen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich da oben noch nicht die Methode eingetragen habe, logischerweise. Ich muss hier natürlich auch noch Select All. Hier sollte ich zuerst mal die Main zuweisen. Main M gleich. So, und dann sage ich hier Main.Select All. So. Und jetzt funktioniert das Ganze auch. So, und jetzt sehen wir hier eben, den haben wir selbst hinzugefügt, falls wir uns noch erinnern. Und hier vorne steht dann immer die ID. Das heißt, wir bekommen das hier wirklich so als String von einem Statement, also von einem SQL-Statement raus. Also das hier, res.next, sagt uns quasi immer, jeder res.next-Eintrag ist eine Zeile hier. Und mit dem Punkt next rufen wir einfach den nächsten Eintrag auf und können dann bei diesem Eintrag wie auf einem String Array hier erster Eintrag im Array, zweiter Eintrag im Array und letzter Eintrag im Array machen. So, und das rufen wir so lange auf, bis wir eben bei 51 sind und dann gibt uns diese .next-Methode hier, die unser Result Set hier hat, gibt uns false zurück, weil wir keinen Next mehr haben und dann sind wir fertig in der Weilschleife. Gut. So, ich hoffe, euch hat euer erster Datenbankzugriff über SQL und Java gefallen. Und ja, wir machen nächstes Video natürlich gleich mal weiter. Wir wollen ja hier noch mehr machen. Gut, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.